Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Monika und im heutigen Video ist wieder Tech Time. Ich beantworte dir den Wer bin ich Tag. Wenn dich interessiert, wer ich tatsächlich bin, dann bleib dran, dann sehen wir uns nach dem Intro. Der Wer bin ich Tag macht schon eine gewisse Zeit die Runde auf BookTube und den finde ich wieder richtig, richtig gut. Und wenn du mich schon länger verfolgst, dann weißt du, ich liebe einfach Tags. Und ich liebe nicht nur Tags zu machen, sondern ich schaue mir auch gerne Tags an. Und das hat den Grund, weil man den Menschen vor der Kamera richtig kennenlernen kann. Wir konsumieren alle immer sehr viele Videos und ziehen uns auch immer ganz tolle Bücher raus. Und ich frage mich halt manchmal so, warum mag ich manche Bücher und mein Lieblingsbuchtuber zum Beispiel nicht? Und das erfährt man dann halt wirklich nur durch Tags, weil man den Menschen besser kennenlernt und man hat eine Beziehung zu diesem Menschen und versteht den Menschen auch viel besser. In diesem Tag beantworte ich dir 7 Punkte über mich und meine Bücher. Und die erste Frage wäre, wenn mein Leben ein Buchgenre wäre, welches wäre es dann? Da kann ich im Moment eindeutig sagen, es wäre eine Roadmovie, weil sich mein Leben im Moment anfühlt wie eine Berg- und Talfahrt. Ich habe 2016 angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und seitdem geht es nur rauf und runter, rauf und runter. Und ich habe 2016 angefangen, einen YouTube-Kanal aufzumachen, der sich um das Abnehmen dreht. Ich bin dabei, den veganen Ernährungsberater zu machen. Guck, und jetzt mache ich BookTube und es ist wirklich ein Rauf und Runter und das Leben macht richtig, richtig Spaß. Ich ärgere mich nur, dass ich nicht schon früher angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, weil ich bin jetzt 48, ich werde nächsten Monat im Februar 49 und bin halt sehr, sehr spät angefangen. Und ich frage mich immer noch, wenn ich früher schon so drauf gewesen wäre, was hätte ich alles erreichen können? Aber das Leben ist ja noch nicht vorbei und es geht natürlich immer weiter und es macht mir riesen, riesen Spaß. Zweitens, mit welchem Bösewicht kannst du dich identifizieren? Und wer gibt schon gerne zu, dass er sich mit irgendeinem Bösewicht identifizieren kann? Bei mir ist es aber so, dass ich schon immer gerne Geschichten gelesen habe, die starke Persönlichkeiten hervorrufen oder hervorheben, die eine starke Geschichte erzählen, die sich durch ihre Geschichte kämpfen. Und da ist mir es eigentlich egal, ob das der Bösewicht ist oder der Gute. Also Hauptsache ist bei mir immer, ich habe einen guten Bezug zu dieser Person und ich muss mit demjenigen mitfiebern können. Und wenn das für mich immer so flach bleibt, dann ist die Geschichte für mich auch richtig uninteressant und langweilig. Drittens, welcher Protagonist ist dir am ähnlichsten? Und da bin ich eigentlich ganz ehrlich, die erste spontane Antwort, die mir da eingefallen ist, ist Pippi Langstrumpf. Ich selber habe keine Kinder und habe aber einen sehr, sehr guten Bezug zu Kindern und Jugendlichen. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich keine Kinder habe, dass ich da auch so ein bisschen verrückt denke manchmal. Mich nerven immer so diese Omas, die auch in meinem Alter sind zum Beispiel, die immer wieder über diese Kinder meckern und Kinder sind nichts wert und die machen nur Scheiße und was nicht alles und so. Und ich denke immer gerne wieder zurück, wie es bei mir war. Und wenn ich dann so manchmal diese Sprüche auch sehe bei Facebook, früher war immer alles besser, früher war nichts besser. Es war anders, wir sind anders aufgewachsen als die Jugendlichen heute. Und wenn ich dann so höre, ja, mit den Smartphones und so, ich wäre damals genauso gewesen, hätten wir ein Smartphone gehabt, ja. Und ich weiß nicht, ich verstehe solche Sachen nicht. Und ich denke sehr, sehr oft wie Pippi Langstrumpf, verrückt und mache verrückte Sachen. Und ich bin auch überhaupt nicht Mainstream, ja. Also ich passe normalerweise nirgends so richtig rein. Und ja, so macht das Leben auch Spaß. Man sollte immer ein bisschen verrückt sein und vor allen Dingen auch seine Kindheit nicht immer vergessen, ja. Und mal zurückdenken, wie war man wirklich selber auch in seiner Kindheit und in seiner Jugend? Was haben wir alles für einen Blödsinn angestellt? Viertens, mit welchem Buch hast du dich früher verbunden gefühlt und heute nicht mehr? Und da kann ich ganz deutlich sagen, es sind so Geschichten wie die Geisha oder die letzte Kukubine oder so. Es sind dann immer so Geschichten um Frauen, die leiden müssen. Und das spiegelt total mein Leben wieder, weil ich war früher so, ja, so ein Opfer. Ich habe
ja, sehr gelitten und habe immer die Schuld bei anderen Leuten gesucht und so. Und solche Geschichten habe ich natürlich dann auch durchgesuchtet, ja, dass ich dann gesehen habe, mir geht es nicht alleine so, sondern die armen Frauen, die haben auch das Problem und die mussten sich auch da irgendwie rauswursteln oder haben es halt nicht geschafft. Und solche Bücher habe ich halt früher gerne gelesen, was jetzt eigentlich nicht mehr so der Fall ist, wie ich ja eben schon gesagt habe. Ich liebe Geschichten, die sich um starke Persönlichkeiten drehen. Und ganz, ganz früher war das halt nicht so der Fall. Fünftens, welcher Charakter eines Buches, das du gerade liest, wärst du liebend gern? Und da möchte ich ganz gerne zu meiner letzten Rezension anschließen. Das ist nämlich von Underground Railroad von Colson Whitehead. Das ging ja um die Sklavenzeit. Und früher war das ja so, dass die Wärter, die Aufseher, die Sklaven bestraft haben. Die durften die Sklaven auspeitschen, die durften sich sogar die Strafe aussuchen, wie sie den Sklaven ja, bestrafen. Und ich würde mir wünschen, ich wäre so ein Aufseher. Ich würde versuchen, auch mal zu sehen, wie es ist, wenn man auf freundliche Weise dem Sklaven entgegenkommt und diesen nicht mit Strafe oder mit Schmerzen bestraft, sondern halt mit anderen Sachen. Und das wäre mal so ein Ding für mich, das würde ich echt mal gerne ausprobieren, wie man so an einen Menschen rankommt, ob es wirklich nur mit Gewalt und Schmerzen funktioniert oder ob man auch auf andere Weise an einen Menschen herankommen kann. Das würde mich echt mal wahnsinnig interessieren. Sechstens, inwiefern repräsentieren deine Lesegewohnheiten deinen Charakter? Durch das Lesen habe ich gelernt, mich richtig zu fokussieren. Ich kann gar nicht genau sagen, wie ich das jetzt meine. Und ich kann mich auch richtig jetzt, seitdem ich auch fokussierter lese, früher hat man natürlich halt so gelesen und so, aber dadurch, dass ich auch fokussiert bleibe, ich kann stundenlang lesen und bin immer noch fokussiert, habe ich auch gelernt, meine Ziele besser zu fokussieren. Und was für mich ganz wichtig war, dass ich auch meine Bücherpflege ja anders handhabe als ganz früher. Früher als Kind habe ich meine Bücher auch irgendwo in die Ecke gefetzt und so. Und mittlerweile habe ich dann auch gelernt, meine Bücher pfleglich zu behandeln, die mir auch sehr wichtig waren, die mir ja ans Herz gewachsen sind. Weil du wirst nie sehen, dass ich ein Buch ohne Schutzhülle lese, dass ich ein Buch ohne Lesezeichen lese. Das ist bei mir alles so ja angelernt, weil ich meine Bücher zu schätzen weiß und dementsprechend gehe ich auch mit anderen Dingen sehr pfleglich um, die mir am Herzen liegen. Drittens, welches Buch hat dich etwas über dich selbst gelehrt? Und das ist eindeutig ein Buch, was ich ganz kurz bevor ich in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen bin, gelesen habe. Und das ist Secret von Rhonda Byrne. Dazu möchte ich noch ein Buch hier einblenden. Das hatte ich nämlich als Hörbuch. Das ist The Master Key System. Und beide Bücher behandeln das Thema die Macht der Gedanken. Mir ging es damals nicht gut. Und ich war immer so ein richtiges Opfer. Und durch diese Bücher habe ich gelernt, dass ich diese Gedanken auch anziehe. Also dadurch, dass ich immer schlechte Gedanken habe oder negative Gedanken, ziehe ich auch negative Sachen an. Auch negative Menschen zum Beispiel, weil ich immer negativ suche, nehme ich mein nächstes dazu, mit dem Elefanten durch die Wand sehr gut erklärt, dass wenn wir mal an bestimmte Sachen denken, ziehen wir diese Sachen an. Und wenn wir nur negative Sachen denken, ziehen wir negative Sachen an. Das ist ganz gut erklärt, wenn wir zum Beispiel ein Baby bekommen und auf einmal fällt uns auf, wie viele Frauen eigentlich zu dieser Zeit schwanger sind. Das ist uns vorher nicht aufgefallen. Und dementsprechend suchen wir richtig nach diesen Sachen. Und wenn wir nur negativ denken, dann werden wir negative Menschen anziehen. Das habe ich durch diese drei Bücher erst richtig kapiert, dass ich nur negativ gedacht habe. Und dementsprechend habe ich auch nur die Scheiße angezogen. Und als ich angefangen habe, mal positiver zu denken, da kamen auch auf einmal auch ganz andere Menschen auf mich zu. Ich hatte ganz andere Menschen in meinem Umfeld und ich habe ganz anders gedacht. Und wenn du schon positiver denkst, dann hast du ganz andere Lösungen vor den Augen. Das ist einfach genial. Das müsst ihr echt mal ausprobieren. Diese drei Bücher empfehle ich euch mal auf jeden Fall. Secret und das Master Key System, das habe ich rauf und runter gehört. Das wurde auch sehr schön gelesen und war richtig angenehm fürs Ohr. Und danach hat sich mein Leben komplett geändert. Damit ist dieser Tag beendet und mich würde echt mal interessieren, wie würdest du auf diese 7 Fragen antworten? Wenn dir meine Videos gefallen, dann lass mir gleich ein Abo da oder like auch meine Videos, damit ich weiß, dass dir diese Videos gefallen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ciao!